Willkommen zurück zu Tales of Vesperia. Wir sind auf Mount Temsa immer noch unterwegs. Wir sind hier in einem blauen Speicherpunkt, der uns auch heilt. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass uns einen eventuellen Kampf bevorsteht. Wir haben direkt eine Zwischensequenz. その エアルを効率よく活動に変換して、ブラスティア技術の革新になる。何か問題があったんだな。ヘルメス式の術式を施されたブラスティアは、エアルを大量に消費するの。消費されたエアルを補うために、各地のエアルクレーネは活動を強め、異常にエアルを放出し始めた。そんなの、人間どころか全ての生物が生きていけなくなるわ。 ケーブモックやカドスの喉笛で見たあれが、それやばいわな。人よりも先にヘルメス式ブラスティアの危険性に気づいたエンテレケイアは、ヘルメス式ブラスティアを破壊し始めた。それがやがて大きな戦いとなり、ジンマ戦争へと発展した。じゃあ、エンテレケイアは世界のために人と戦ったの？ どうしてエンテレケイアは人に伝えなかったんです？そのブラスティアは危険だって。互いに有無を言わずに滅ぼしはいいってなもんよ。もともと相容れない者同士、そこまでする義理はなかった。そんなとこかね。あるいは何か他にも理由があったのかもしれんの。でもこの話がジュリーネーに何の関係があるのじゃ？ テムザの町が戦争で滅んで、ヘルメス式ブラスティアの技術は失われたはずだった。まさか、そのヘルメス式がまだ稼働してる？そう。ラゴーの館、エフミドの丘、ガスパロスト、そしてフィエルティア号のセロスブラスティア。 行かせないわ。人でありながら魔物を守るなんて理解できない。手下どもに聞かなかったが、うちの門に手出すなっつったろ。いくら何たちでもギルドの仲間を傷つけるのはまだ話の途中なのよ。邪魔すんな。まったく、無粋な連中なのじゃ。熱いのは専門外なんだがな。あなたたち、 曲がりの剣がなぜ人に危害を加えるんですか？魔物に組みするものを人とは呼ばんだろう。カロル、曲がりの剣の理念も忘れたの？邪魔しないで。魔物は悪、曲がりの剣はその悪を狩るもの。でもエンテレケアは悪じゃない。世界のために。雇われて見境なくなってるんだろう。 狙いはアパティアのくせにカッコつけてんじゃねえよ。ふん、話にならんな。
どうしても邪魔立てするのなら仕方ありませんね。 Och nö, oder? Judith muss dabei sein. Ja, ist in Ordnung. Dann werde ich Repede rausnehmen. Ja, wieder typisch. Menschen, sage ich mal. Die einfach wieder... Also wenn man jetzt... Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass das stimmt mit dem großen Krieg. Und dass die Menschen eben ein Blastia entwickelt haben. Dass... Ja, Unmengen an R zieht und somit mehr R produziert werden muss für ein gesundes Gleichgewicht, was somit aber nicht gut ist. Ja, und dann eben die Monster kommen und die ja wissen, was passiert. Das heißt, dass die Welt früher oder später zerstört wird, wenn man diese Blastia eben verwendet. Aber die Menschen nicht hören wollen. Und dementsprechend ein Krieg ausbricht, weil die Menschen einfach wieder nicht verstehen, dass einfach Macht oder immer stärker werden nicht immer das Geilste ist. Vor allem, wenn man dann halt eben die Welt dabei zerstört, was den Menschen aber egal ist. Ja, entfacht halt eben ein Krieg und ja, natürlich werden die Monster, weil die Monster das kapiert haben, was da passiert und letztendlich den Planeten verteidigen wollen, ja, werden die Monster als böse dargestellt. Ganz banal eigentlich. Also hätte man selbst drauf kommen können, dass... Ja, das so die Story ist, ne? Mich wundert es tatsächlich nicht. Ich finde es trotzdem geil. Jetzt hier noch ein bisschen was passiert in der Zwischensequenz mit Baul. Ich denke mal, Baul ist auch eines dieser Monster, dieser Entelexia. Ich habe null Ahnung, wie man das ausspricht, ne? Bin ganz ehrlich, tut mir leid. Aber einer dieser krassen Monster auf jeden Fall. Dementsprechend auch ein Apatheia, sagt man das so? Keine Ahnung. Auch dieses Wort, ne, kriege ich nicht hin. Tut mir auch unfassbar leid. Ist nicht, dass ich mich nicht dafür interessiere, sondern das sind einfach Wörter, die im normalen alltäglichen Gebrauch nicht von mir verwendet werden. Dementsprechend kann ich damit nicht viel anfangen. Ja, die Jagdklingen sind da und so wie es aussieht, dürfen wir jetzt kämpfen. Wir haben Judy mit dabei, Rita, Estelle, Yuri. Würde ich sagen, wir starten. Dürfen wir gegen beide ran oder gegen einen? Ei, das ist natürlich etwas härter. Gegen Nan und Tyson. Magische Augen haben wir noch, wir fangen mit Tyson an. 71.000 Leben. Ja, klingt machbar. Physischer Angriff 520, physische Verteidigung 500 ist okay. Magieangriff 376 ist relativ hoch, Magieverteidigung dafür sehr, sehr gering. Dementsprechend machbar, okay, er zieht nicht so viel ab. Ich würde jetzt gerne die anderen noch analysieren. Da die zu zweit sind, macht das Ganze natürlich deutlich schwieriger und ich weiß nicht, auf wen ich zuerst gehen soll. Vielleicht auf sie, weil sie scheint Magie zu verwenden. Sie hatte knapp 58.000 Leben, also deutlich weniger. Physischer Angriff 456, physische Verteidigung 400, also auch da schwächer. Magieangriff ist sie ein bisschen besser als der andere und Magieverteidigung ist sie besser. Ich glaube, ich werde aber... Ich werde auf sie gehen. Au. Ja, das macht es natürlich schwierig, wenn sie zu zweit sind. Hauptsache, ich kann irgendwie verhindern, dass sie Magie oder so verwendet. Wir machen ihr aber auch viel Schaden. Ja, der Typ natürlich jetzt mit einem krassen Arte. Ja, er macht zum Glück nicht so viel Damage. Bin ich etwas überrascht. Jetzt sind sie natürlich beide an mir dran. Was nicht so geil ist. Also ich hätte gern, dass er weg ist. Ja, sie benutzt halt, versucht immer noch Magie zu benutzen. Das heißt, da bekommen wir sie auf jeden Fall ran. Ich glaube, das ist eine gute Taktik, wenn wir so vorgehen. Ja, sie hat noch 6.000. Das war es im Grunde genommen mit ihr. Sehr gut. Nan ist erledigt. Ich habe nur noch Tyson.
der jetzt ein bisschen härter wird, aber jetzt können wir mit gesamter Team-Power hier ran an den Boy. Ich dachte eben, er wolle die wiederbeleben. Jetzt muss ein bisschen aufpassen vor Heilung. Wir können beiden tödlichen Schlag ansetzen, dürfen wir nicht vergessen. Aber er ist auch schon erledigt. Hey! Krass! Guter Fight auf jeden Fall. Also sowohl wie wir gekämpft haben, als auch generell. Ja, haben wir doch sehr erstaunlich gut hinbekommen. Ich dachte, es wird jetzt schon anspruchsvoller. Ich glaube, die Taktik war ganz gut, dass wir zuerst auf den Nan sind, weil sie hätte Magie oder hat wohl Magie verwendet. Und der andere Typ wäre, glaube ich, sehr, sehr lästig geworden, wenn wir ihn zuerst gemacht hätten, wenn dann noch die Magie dazugekommen wäre. Dementsprechend bin ich ganz zufrieden. 6000 Erfahrungspunkte geht, 4500 Gold, bisschen wenig, also hätte durchaus mehr Gold sein können, aber will mich jetzt nicht beschweren, gewonnen ist gewonnen und wollen wir schauen, wie es jetzt weitergeht. Eine Spezialflagge bekommen, einen Schutzring und einen Widerstandsring. Sehr schön, wir können uns wieder bewegen und sollen wohl da vorne in die Höhle rein. Ich werde jetzt aber erstmal speichern natürlich und uns einmal hochheilen, beziehungsweise ich werde das Team wieder switchen. Wobei Judy mir ganz gut gefallen hat. Also ich glaube, das ist ein guter Repede-Ersatz, aber ich bin aktuell so eingeschossen auf das Team. Gestört hat mich jetzt nicht, dass Repede nicht mit dabei war. Also er hat nicht unbedingt gefehlt, aber ich will trotzdem lieber mit meinem Team hier ran. Ja. Wir laufen erstmal hier lang, bevor wir jetzt straight in die Höhle gehen. Erst noch ein bisschen umschauen und dann gehen wir mal rein und schauen, was drin auf uns wartet, was mit Baul los ist. Sofern wir ihn da drin finden. Wovon wir mal ausgehen. So, hier noch eine Kiste. Immer blau. Sehr schön, sieht aus wie eine Waffe für... oder ist eine Waffe für Dingens. Bringt zwar jetzt nichts zu gucken, aber ich bin trotzdem gespannt. Ah, ist nochmal stärker. Okay, nice. Da vorne haben wir auch eine Kiste. Na, komme ich nicht vorbei. An ihr. Nehmen wir die Kiste auf jeden Fall noch mit. Und dann können wir runter in die Höhle. Was soll es gewesen sein? Ja, sehr schön. Die Kiste hier noch mitnehmen. Federmantel. Für Patty oder Judy. Und oder Judy. Ah, hier. Federmantel. Na, hat sie sogar schon equipped, oder? Ja. Das heißt, es könnte ich theoretisch Patty geben, aber naja, gut. Ne, muss jetzt nicht sein unbedingt. Sehr schön. So, jetzt am besten hier an dem Gegner vorbei, weil ich will jetzt unbedingt die Höhle.
Jawohl. Oh, Baul, wie geht's dir? Ja, anscheinend nicht so gut. Scheit. Baul ist ein Schiff. Enterkeia-Tostene. Krusso. Gambatte. Baul. Gambar noch ja so. Dame.怪我を治してあげたくても何もしてあげられない。あなたにとって私の力は毒なんですよね。傷を癒せるってのがエステルの力じゃないぜ。ベリウスの言葉覚えてない？力は己を傲慢にする。だがそなたは違うようじゃな。他者を慈しむ優しき心を 大切にするのじゃ。慈しむ心。バウルにも伝わっているわ。きっとあなたの気持ち。まあ、今は見守ろうじゃないの。おお、すごい。 頑張ったわね、バウル。どうやら相棒はもう大丈夫のようだな。ええ、ありがとう。バウルを守ってくれて私だけだときっと守りきれなかったわ。仲間だもん、当たり前だよ。じゃあの、言ったでしょ、ちゃんと伝わってるって。 フェローにも伝わるかもしれない。会う？フェローに。決めるのはエステルだ。会います。それが私の旅の目的だから。いいの。殺されちゃうかもしれないの。はい。私も覚悟を決めなきゃ。そろそろ曲がりの剣の造園が来そうよ。ややこしくなる前に移動した方がいいんじゃない？ 次。 疲れてたんでしょう。眠っています。いきなり倒れちゃうんだもん。びっくりしちゃった。成長のために動けなかったバウルを寝ずに守ってたんだろう。曲がりの剣がいつ襲ってくるかわからなかったろうしな。 割と平然としてたけど、今までも無理してたのかもね。バカなのよ、あいつも。不器用なんだから。でもよかったのじゃ。ちゃんとジュディ姉を助けることができて。ジュディの話の続きは明日だな。今は寝かせておいてやろうぜ。俺たちもちょっと休もう。 ジュディのことは話を聞いてみないことにはまだ何とも言えねえけど、何も言わずにブラスティア壊してギルドに迷惑をかけたのは事実だ。どんな理由があってもその事実がなくなるわけじゃねえ。けじめはつけねえとな。ただ待ってるってだけは俺の性には合わねえよ。 Ja, wir sind auf dem Schiff. Sind jetzt mehr oder weniger in der Luft. Da Baul uns trägt. Eine Sache, die ich auch vergessen hatte zu erwähnen. Genau, und zwar sind nämlich die Blastia, die Judy zerstört, Hermes Blastia.
Und die ziehen zu viel R. Das hatte ich, glaube ich, gesagt. Ich weiß nicht, ich glaube, in dem anderen Video hatte ich es ja angedeutet, so meine Theorie über Judy, beziehungsweise warum sie die Blastia zerstört in Städten und so weiter. Weil ich ja schon das Gefühl hatte, dass das Blastia sind. Gut, meine Vermutung ging dahin, dass die Formel anders geschrieben ist, aber das stimmt ja eigentlich auch, weil es ja die Hermes-Formel war. Und die Blastia dann eben zu viel R ziehen, was dann schädlich ist und sie ist deswegen zerstört. Ich glaube, das hatte ich schon mal angesprochen, also war meine Theorie nicht unbedingt falsch, was das angeht. Also kommt man, würde man auch so drauf kommen, aber jetzt haben wir die Gewissheit. Jetzt bin ich gespannt, ganz ehrlich, wie es weitergeht. Und Judy muss erstmal ausruhen. Ich denke, wir werden jetzt erst hier mit allen Leuten nochmal uns unterhalten dürfen. Judy, was denkst du? Ja, was soll ich machen? ギルドの掟を破って俺たちを裏切ったのは事実だったな。掟に対する厳しさがギルドの結束を作るんだと思ってた。そこに例外も温情もあったらいけないんだって。でもそれは世界を救うためだった。ジュディは自分のすべきこととして人に恨まれようがブラス。うん。ジュディスが掟に反したのは悪いことをするためじゃなかった。 So, mit Estelle reden wir als letztes. Wo ist Repede? Repede könnte unten sein, vermutlich, weil hier sehe ich ihn jetzt auf Anhieb nicht. Okkochirunayo. Oh, kiyotsukeru no ja. Yuri, sekai wa hiroi no ja. Ah, kondake takai tokoro wo tonderu no ni, ma. Kondake hirokereba, wakaran koto mo ippai atte touzen ja na. Kiyoku ga modottemo modoranakutemo, amari kawaran no kamo no. それは記憶が戻らなくてもいいってことか。本当のことがわからなくて不安で心細い思いをしてるのはうちみんな不安なんじゃな。ユーリもエステルも。そうか。だからみんな一緒にいるんじゃないのか。だからジュディネーも戻ってきたんじゃないのか。お前が俺たちについてくるのもだから。 うちは一人になりたくない。なんだか今日は偉く素直だな。うちはいつも素直なのじゃ。そうか。そうかもな。黄昏てるおっさんも絵になるっしょ。ったくこのおっさんは。で、なんで黄昏てんだよ。 さっきのジュディスちゃんの話、ヘルメス式ブラスティアだっけ？戦争で失われたはずの技術で作られたブラスティアがまだ活動してる。これがどういうことかわかるかい？戦争で生き残ったやつがそのブラスティアなり技術なりを持ち帰ったってとこだろうな。もしその持ち帰ったやつが 世界にとって具合悪いものって知ってて使ってるんだとしたら、そいつはとんでもない悪党ってことよね。おっさんまさか。おいおい、当時の俺様は正義に燃えるウブな美青年よ。間違ってもそんな真似できないわよ。釜かけただけさ、おっさんも素直じゃないからな。全く年長者をからかうんじゃないっての。 Stimmt eigentlich, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, die Blastia sollten ja eigentlich nicht mehr existieren nach dem großen Krieg, aber die scheinen immer noch im Umlauf zu sein, die Hermes Blastia. Das heißt, es muss immer noch eine Person geben, die damals beim Krieg dabei war und sich die Blastia zunutze macht aktuell, beziehungsweise immer noch in Umlauf bringt. B
bin ich sehr gespannt, wer diese Person ist. Ich denke mal, keine der Personen, die wir bisher getroffen haben. Also es muss eine neue Person sein. Oder eine, die vielleicht häufiger erwähnt wurde, die mir aber nichts gesagt hat und ich sie dementsprechend nicht verdächtigen würde. Bin sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall, wie es dann weitergeht. Wir haben hier noch Estelle.何も知らずにベリウスの命を奪ってしまってから同じことを繰り返さないために満月のこのことを知りたい。ずっとそう思っていました。それが私の義務だと。でもその後のことはみんなそんなもんさ。やって知ってまたやってそんで知る。ユーリも？あ？もし全部知ってたら間違えずに済んだかもしれないですよね。さあな。ただ一つ言えるのは。何です？間違えないかもしれないが、つまんなそうだ。そうなんでしょうか。 Gut, wir haben jetzt hier oben mit allen gesprochen, wobei, wie gesagt, ich weiß nicht, wo Repede ist. Ich denke mal, er ist unten. Gehen wir mal runter. Ach, Rita habe ich auch komplett vergessen. Quatsch mal mit Rita. Sore, Judy ga kowashita Seros Brastia no Koa ka? So yo. Tashika ni futsuu no Koa to wa chigau jutsushiki ga kizamarete ru. Aitsu no itteru koto wa honto no koto mitai ne. Uso wa tokui janai tte itte ta shi na. Sekkaku tadori tsuita atarashii gijutsu ga sekai ni totte guai ga warui mono datta. Hermes shiki tte no wo tsukuri dashita yatsu wa dou omotta ndaro? リタならどうなんだ？私ならもし具合が悪いって分かったらそのままにしておかない。私はぶっ壊すなんてことしないけど。なんだ？なんでもない。ややこしい事情なんてなかったら、あの女ぶっ飛ばしておしまいだったのに。 Okay, ich werde jetzt die Folge beenden, da ich nicht weiß, was passiert, wenn wir mit Judy sprechen, ob dann ein etwas größerer Dialog kommt, beziehungsweise wann dann die nächste Speicheroption wäre, ob dann vielleicht eine Zwischensequenz kommt, wir wissen es nicht. Es ist einiges wieder passiert, wir sind jetzt alle wieder im Team vereint und werden, ja, beim nächsten Mal dann schauen, wie es weitergeht und wohin wir als nächstes reisen werden. Das war's soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!